Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Juni hier und herzlich willkommen zum zweiten Last of Us Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit Folge Nummer 2. Vorgestern kam Folge 1. Wer die verpasst hat, checkt es auf jeden Fall aus, Leute. Und ja, ich bin gerade, wo ihr das Video seht, in Bayern bei meinen Eltern, beziehungsweise bei den Eltern meiner Freundin. Und ja, wir werden heute weitermachen. Ich bin auf jeden Fall übelst gehypt auf diese Let's Play-Reihe. Ich hoffe, Folge 1 kam bei euch geil an, weil ich habe jetzt gerade hier Folge 1 und 2 in einem Stück aufgenommen. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Letztes Mal haben wir hier aufgehört in diesem Camp, sage ich mal. Und jetzt sind hier drei Leute vor uns, die uns anscheinend irgendwie, ja, nicht mögen können. Und jetzt werdet ihr sehen, was passiert mit. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Wer neu ist, kann gerne ein Abo da lassen. Checkt auch gerne meinen Twitch-Kanal, Instagram aus. Und dann würde ich sagen, let's go. Genau hier haben wir aufgehört vor 2 Tagen, wo uns die drei blöd gekommen sind. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Bereit? Okay, let's go. Ich geb Deckung. Die erste Schießerei. Ziel auf sie. Ja, guck mal, jetzt kommt mein Uncharted und altes Last of Us schießen. Direkt Headshot. Hey, hey, hey. Verrück dich mal. Oh, shit. Boom, Junge. Ganz easy, Leute. Rille Peter hat noch Aiming am Start. Kommt alle her. Ich glaube, einer lebt. Nee, keiner lebt. Wo hat er die ganzen Leute her? Es gab immer so Easter Eggs, dass die zum Beispiel Uncharted angekündigt haben an irgendeinem Plakat und sowas. Ne, das gab's ja auch. Das ist schon übel lange her. Hier geht's nicht durch. Räuberleiter. Ganz easy. Okay, gut. Ich werde immer versuchen, die Folgen so 30 bis 40 Minuten zu halten. Die nächste Folge wird dann am Freitag, denke ich mal, online kommen. Also ich werde es jeden zweiten Tag bringen, Leute. Und wenn wir am Ende, sage ich mal, ein bisschen im Zeitdruck sind oder so, dann werde ich auf jeden Fall sorgen dafür, dass die Folgen entweder länger gehen oder es jeden Tag kommt, sodass wir auf jeden Fall safe bis zum 17. durch sind und dann perfekt den Übergang haben von Last of Us 1 auf Last of Us 2. Digga, was sind das für mutierte Ratten, Alter? Zum Glück greifen die uns nicht an. Das wäre eine richtige Katastrophe. Ein bisschen erinnere ich mich gerade, so ein kleines bisschen. Daran erinnere ich mich. Irgendwas passiert jetzt. Ich weiß nicht mehr was. Mehr von Roberts Leuten. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Guck mal, der hat sogar die Uhr an von seiner Tochter, die in der ersten Folge gestorben ist. Seht ihr das? Jetzt wegen Robert. Scheiße. Wir haben den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Okay. Bam, bam. Von hinten einfach in die Fresse rein da. Oha. Oha. Hallo. Stopp. Was macht so Bock, die kaputt zu schlagen? Ich schwör, ich feier das richtig. Oha. Alter, was stellt der an mit denen? Da nimmt einfach Gesicht von dem. Oh mein Gott, woher kommt der denn her? Hat der mich erschrocken, du Hund? Stopp. Boom. Das macht viel mehr Bock, die einfach so kaputt zu schlagen. Bruder. Halte R1 gerückt, um Joes Hörvermögen zu fokussieren. Ah, okay, okay. Der hat hier auf jeden Fall einen Schlüssel gehabt. Ich werde das schon aktiviert. Lagerhausschlüssel. So, Touchpad können wir uns mal ansehen. Vergrößern brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Medizin liegt hier. Ich würde sagen, wie ging das nochmal? Pfeiltaste nach oben? Nee. Irgendwie ging das noch gerade. Warte mal. Wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal mit Medikit? War das L1? Nee. Aber wir haben noch gerade was aufgehoben, Leute. Ganz komisch. Oder vielleicht hat er das schon genommen. Ich weiß jetzt gerade die Tastenkombination nicht. Die ist auf jeden Fall ganz anders als bei Uncharted. Bei Uncharted war die anders. Also die Tastenbelegung. Haben die ein bisschen... Ja. Aber man merkt, es ist von denselben Machern. Das merkt man definitiv. Hieran erinnere ich mich leicht. Ich kann mich leicht dran erinnern hier. Aber... Warte mal, wofür haben wir nochmal die Türe, die Schlüssel gebraucht? Wo war die Tür? Ey, Leute, es ist gerade 4 Uhr nachts, wo ich das Let's Play hier aufnehme. Am Montag, nee, es ist Sonntag 4 Uhr nachts. Also der 25.05. 4 Uhr nachts. Gut, wenn wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde.
Guck jetzt, warte. Oh! Ey, scheiße, ich wollte einen auf James Bond machen, ich wurde einfach auseinandergenommen. Guck jetzt. Hallöchen! Na du? Bam! Aha! Jetzt kommen alle, jetzt gibt es mal Schlägerei hier. Wo haben wir Leben? Die Steuerung ist schon ein bisschen anders als bei Uncharted. Ey, meine Headshots, wo sind die? Oha, der bringt mich gleich um, der Hund. Nachladen! Nachladen! Ich sterbe gleich! Nein! Hallo! Oh mein Gott! Guckt euch mein Leben an! Ey, wie können wir uns denn nochmal Medikit geben? Freunde! Wie heilen wir uns denn nochmal? Warum sind da so Glötze? Ey. Ich weiß es gerade echt nicht, ne? Ey, jetzt auf einmal? Ich habe doch vorhin schon eins aufgehoben. Also es war doch richtig, wie ich es gemacht hatte. Gut aufgepasst. Was ist denn da? Sind hier noch welche, oder was? Oh. Was ist denn das? Oh. Komm, Mister! Gleich hier! Die Steuerung ist schon auf jeden Fall sehr anders. Man merkt, nicht so geil, wie sie bei Uncharted war. Aber er ist ja auch viel, viel älter. Ne? Das darf man nicht anzweifeln, Leute. Es ist viel, viel älter. Und trotzdem, so eine Grafik daher zu zaubern und so, ist nicht gerade selbstverständlich. Oha. Was macht der denn hier? Oh, ey, bleib cool, Mann. Oh, Digga. Das sah echt gerade brutal aus. Okay, wir müssen unbedingt... Brauchen unbedingt mehr Medikits und sowas, weil das ist wichtig. Wenn wir keine Medikits haben und so, dann haben wir richtige Arschkarte. Ja, guck mal, liegt wieder... Okay, liegt ein Messer. Ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst, als erwürgen. Okay, ja, easy, Alter. Ich glaube, die halten aber nicht die ganze Zeit. So war das irgendwie gewesen, ne? Guck mal, so ein bisschen fängt man sich dann wieder an, zurückzuerinnern. Obwohl es schon 6 Jahre her ist. Das ist genauso, erzähle ich euch, sage ich auch sehr oft. Wenn mir jemand jetzt erzählt, dass ich 2012, was weiß ich was, eine Kastanie gegen ein Fenster geworfen habe, dann erinnere ich mich wieder dran, wo man mir das erzählt. Aber jetzt gerade könnte ich mich daran nicht erinnern, so von alleine. Wisst ihr, wie ich meine? So, und deshalb hilft das einen definitiv auf die Sprünge. Ich habe jetzt einfach eine Ehrenrunde hier gedreht, ne? Warte mal. Und noch eine Ehrenrunde. Moment. Da unten gibt es ja genug Wege. Wir müssen das Tor hier aufmachen. Halten. Wie krank Uncharted war, ne? Wir müssen unbedingt wieder mal Uncharted zocken, ey. Aber Uncharted können wir echt mal wieder on-stream zocken. Dieser eingebildete Mistkerl. Was ist hier los? Guck mal, wie viele Leute hier sind. Richtiges Bazar-Treffen hier. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier sind echt sehr, sehr viele Leute unterwegs. Verdammt lange mit mir gefahren. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Oder wie viele das sind. Oh, nein. Oh mein Gott, nein. Das sind Ratten. Ich versuche jetzt einen auf James Bond zu machen. Selbstmord. Messer benutzen. Ziegelstein. Kriegt gleich jemand auf den Kopf, Alter. Dieser Modus ist voller Cheat hier, dieser R1-Modus. Da können wir ja wirklich fast jeden Gegner einfach so voll easy sehen. Okay, da hinten. Noch eine Bierflasche. Schriftiger Schemann auf dem Kopf. Alles. Oh oh. Hä? Okay, scheiße.
Okay, nicht gut, Freunde, nicht gut. Oha, oha. Was ist denn für eine Scheißwaffe? Hallo. Bam, 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 hau ihn um. Komm. Wichtig, wichtig. Nein, nicht Ziegelstein. Ziegelstein! Na, was macht ihr da, Bruder? Nur noch 4 Schüsse? Ey, wir müssen echt wieder reinkommen, Leute, ne? Jawohl. Wille Peter, Headshot ist wieder. Oh mein Gott, von. Nein! Oha! Oha, ich bin gleich tot! Duck dich! Nein, wir dürfen nicht sterben! Nein, Digga, ich bin am Arsch. Nein! 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 Oha, Bruder, wir kriegen nicht auf die Fresse! Oha, Alter! Scheiße, wir sind einfach gestorben! Nein! Egal, Bruder, guck mal, jetzt kommt Amok-Aktion, okay? Eine Amok-Aktion. Guck jetzt! Stopp! Zack! Okay, komm, guck mal, ich werde jetzt alle umhauen, ist mir scheißegal! Ist mir scheißegal, Digga, ich werde jetzt alle umhauen! Dich auch noch! Bam! 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 Ich mach jetzt der Richtige! Ja, guck mal jetzt! Ey, Alter, was ist das? Die haben einfach ihren Kollegen abgeballert. Da sieht man, wie viel der Kollege denen wert ist. Trick 17, einfach werfen dahin. Kommt man hier lang? Alter, Schießen haben die echt Katastrophe hier gemacht, ne? Merkt man auch richtig, Leute, dass das gefühlt von... Okay. Wieder keine Munition? Ach, geil. Da ist der! Wo bin ich, hä? Wo seid ihr? Komm jetzt! Hadouken! Bam! Dreieck! Jawohl, wichtig! Hau ihn um! Hau ihn um! Genau so! Ja, jawohl, Junge! Lad nach, lad nach! Lad nach! Ey! Guck mal, mit wie wenig Leben! Wir schaffen das jetzt! Wir schaffen die Situation jetzt, komm! Einer fehlt noch. Die Frage ist, gibt es hier keine Medikits? Ja, wo ist der Mann? Das Büro. Robert ist bestimmt da drin. Ah, da hinten, da hinten. Gehen wir. Okay, den haben wir auch. Easy, Alter. Und da haben wir noch einen Verbandskasten. Jawohl, der war ganz... Ja. Ey, die Steuerung, ne? Erstmal muss ich da wieder reinkommen, Freunde. Scheiße, wir sind einmal gestorben. Digga, meine Nase juckt sich sehr. Was ist das? Safe ist er doch jetzt hier. Oh, da ist er. Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden. Nimm die Knarre runter. Haut endlich ab. Er haut ab. So, komm, Verfolgungsjagd. Zieh durch. Leck mich! Ich hol mir den. Hey, wo ist er lang? Wir haben ihn gleich. Er hat mich auseinandergenommen. Schau mal, sowas kann ich Facecam ausmachen, finde ich, weil da könnt ihr dann ein bisschen aufs Game achten. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Aua! Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu, was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen! Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber... es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche.
Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat die Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Ach, scheiße. Wer hat unsere Waffen? Hat den Arm gebrochen, oder was? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Eieieiei. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Alles klar. Die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Ich ballert den einfach ab. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Ey, die kenne ich doch noch. Oh mein Gott. Kennt ihr die auch noch? Was wollt ihr hier? Geschäfte. Oh mein Gott. Das sieht schlimm aus. Ich will jetzt nichts spoilern oder so, aber wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Okay, Leute, weiter geht's. Ich finde, bei sowas passt das, dass wir die Facecam ausmachen. Dann los. War schon so, so lange her, dieses Game, ne? Wirklich, das ist... Ich weiß einen Ausgang. Kommt. Schreibt mal auch rein, wer das von euch damals gezockt hat. Oder was habt ihr für Games, die ungefähr auf diesem Niveau sind? Habt ihr da welche, die ich nicht kenne? Also nächstes Projekt wird auf jeden Fall, es werden noch wieder Warzone-Videos kommen, Leute. Es wird auch wieder ein Horrorspiel kommen, Resident Evil VR-Brille. Ich hoffe, ich werde das, das wird eine ganz andere Liga werden. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen werde, Leute. L3. Deine Leute? Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Oh, guck mal, ja, da hinten das Haus, ey. Also ein bisschen Flashbacks hat wir man, ne? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Ja, die Zeit vergeht so schnell. Ich bin einfach schon 20 Minuten am Zocken. Das macht gar keinen Sinn. Okay, sammel Teile, um deine Waffen zu verbessern. Alles klar? Ja, ich bin doch schon da. So. Schieben, schieben, schieben. Genug geschoben. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Schleichen? Wir müssen zu dieser Tür. Ich glaube, ich habe früher hier irgendwie verkackt. Ich glaube, ich wurde gesehen oder irgendwie sowas war da. Oder? Ich weiß es nicht. Oh oh.
solltet uns heute keinen Ärger machen. Gerechtigkeit wartet nicht, Soldat. Eins, zwei, drei. Messer verwenden ist aber nicht so schlau eigentlich, weil das ist sehr schnell und deshalb sollte man das lieber aufbewahren und bei Situationen anwenden, wo es gebraucht ist, weil hier kannst du ganz easy einfach, da sind ja keine anderen Gegner. Oha. Okay, der ist eigentlich easy zu machen. Erinnert doch ein bisschen irgendwie an Prison Break, Alter, wo man auch auf Undercover alle holen müsste. Erwürgen braucht man halt 3-4 Sekunden länger, ne? Weil Messer, zack, der ist tot, aber so. Wir haben ja genug Zeit, Leute, weil wir sind ja nicht in Bedrängnis. Wer schießt denn da? Habt ihr das gehört? Tschüss. Ach du Scheiße. Die Frage ist, wie wir jetzt vorgehen. Oh, er darf mich da nicht sehen. Warte. Meint ihr, der kriegt was davon mit, wenn ich den so packe? Oh, da kommen noch andere. Nein, ey, ich glaube jetzt, wenn wir jetzt gesehen werden, ist vorbei, oder was? Das wirst du büßen. Oder geht's noch weiter? Oha! Ne, es geht weiter. Oh, Headshot ist wieder da. Und er kriegt eine Bombe von mir. Komm her, du Hund. Kriegst du erstmal einen in die Fresse. Komm her. Bam! Boom, boom. Das Boxen macht dir so Bock, Alter, weil er so richtig ausholt. So schön. Bam! Let's go. Wir haben alle Gold. Let's go. GG's in den Chat. Ich habe die letzte Zeit so oft gestreamt, Leute. Ich denke die ganze Zeit, ich bin live, ne? Ich kenne das gar nicht mehr, so viele Let's Plays aufzunehmen und sowas. Das macht aber unnormal Bock. Ich hab's so vermisst, Leute. Aber man braucht doch die passenden Spiele, weil ich würde hier nicht sitzen können und gute Laune haben und euch das vermitteln, wenn das irgendein Kackspiel wäre, worauf ich gar keinen Bock hätte, Leute. Deshalb müsst ihr mich da schon ein bisschen verstehen. Boah, guckt euch das Wasser an, Digga. Damals zur PS3-Grafik, geil. Ja, wo ist die jetzt hin? Ich glaube, die ist hier runter, oder? Safe. Ah, da ist sie ja schon. Ihr müsst doch immer versuchen, die Story so ein bisschen zu verfolgen, Leute, damit ihr das auch alles versteht. Es ist wirklich, das hat Game of the Year Award bekommen, also gehört zu den besten Spielen, die jemals rausgekommen sind. Wohin gehen wir, Marlene? Es ist so stickig in meinem Zimmer, es ist so warm, da Lampe an, hinter mir Lampen an. Boah, es ist so ein ekelhaftes Klimading hier. Willst im du Zimmer. Durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Ja, ich habe ja Weekend League gezockt am Wochenende, Alter. Katastrophe. Einfach nur Gold 1 geholt. Aber ja, morgen werden dann die Rewards kommen. Vielleicht ziehen wir Ronaldo als Player-Pick. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Achtung, die Sperrstunde ist jetzt in Gang. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Wie viel ist es hier oben? 10.20 Uhr, also in der Früh. Ja, meine Augen jucken voll. Was ist das, Alter? Wegen dieser scheiß Luft hier drin. Hilf mir mal eben. Okay, jetzt machen wir die Kamera wieder aus. Jetzt kommt eine Zwischensequenz. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von dir. Hey. Oh mein Gott. Hör auf damit. Oh mein Gott, guck mal, wer da ist. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Oh Mist. Was ist passiert? Ellie. Es wird wieder. Ellie. Sie helfen uns. Ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Oh, endlich, sie ist wieder da. Wir schmuggeln sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet es schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit.
Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Tommy ist der Bruder, der am Anfang bei Folge 1 dabei war. Jetzt geh mit ihm. Wo die Tochter von ihm gestorben ist. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Okay, weiter geht's. Und da ist es, Leute. Da ist sie. Wir sind zu zweit. Ellie und Joel. Da sind sie, Leute. Da sind sie, Leute. Und jetzt... Jetzt beginnt das Spiel erst richtig, Alter. Jetzt geht es los. Die zwei... Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Und Leute, das wird so geil werden. Es wird... Der perfekte Übergang werden von Teil 1 zu Teil 2. Es wird so nice werden, Leute. Weil jetzt sind wir mittendrin in der Story und können direkt mit Teil 2 weitermachen. Genauso wollte ich es machen. Deshalb habe ich auch extra so lange gewartet. Tut mir leid, dass ihr alle so lange warten musstet, Leute. Aber es musste einfach so sein. Es war ganz, ganz wichtig. Los, mach ihn. Ja, doch. Achtung. Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Todes. Leer das hier ist, ne? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Hab nur kurz Geduld. Wo geht's denn jetzt hier hoch? Ach so, hier. Okay, okay. So. Da sind wir dabei. Das ist prima. Let's go. Ey, ich hab mir mal nach der Folge ein Let's Play von vor 5 Jahren angeguckt. Ey, meine Stimme war so anders. Ich war richtig im Stimmbruch. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Und sie kümmert sich um mich und ich bin 14, auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot, schon sehr lange. Oh Mann. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Das ist der Beginn einer langen Story mit den Zweien, ey. Krank. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Oh Mann. Ihr wisst, welche Uhr das ist, Leute, oder? Nicht. Ja. Es regnet. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran.
an der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Und ja, Freunde, damit würde ich sagen, sind wir am Ende der zweiten Folge angekommen. Ey, wie schnell ist diese halbe Stunde umgegangen? Ich muss sagen, wirklich, wo das Let's Play auch angefangen hat vor 2 Tagen. Ich zock das und die Zeit vergeht echt wie im Flug. Das geht so schnell und daran merkt man, dass das Spiel einfach fesselnd ist. Dass man einfach mittendrin ist, dass man mitfühlt. Und ich hoffe, das kommt auch so rüber, Leute. Altes Feeling wie damals, wie vor 6 Jahren bei Last of Us. Lasst alle einen Daumen nach oben da. Denkt dran, meine Socials abzuchecken. Instagram, Twitch und so weiter. Und übermorgen am Freitag kommt dann Folge Nummer 3. Und mal gucken, wie wir durchkommen werden, Leute. Aber eins steht fest, bis zum 17. Juni, bevor der zweite Teil kommt, werden wir das Spiel definitiv durchspielen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein, lasst ein Abo da, haut rein und ciao.